Was geht ab, YouTube Jobs Copy hier? Heute gibt es ein kleines Unboxing. Meine Kampfschuhe sind gekommen und jetzt auch meine Trainingsschuhe, weil ich werde sie ein bisschen einlaufen müssen von Everlast. Elite Boxing Shoes. Okay, Elite heißen sie. Sie haben, sag ich mal, All Black. Hatte noch nie in meinem Leben Everlast Shoes und erste Mal auch Box. Tatsächlich. Ich hatte zwar früher Gym-Schuhe von Rider-Wear, die Boxstiefel ähnlich sind, aber nicht wirklich Boxschuhe sind. Und heute werde ich sie das erste Mal ausprobieren. Heute habe ich nur eine Gym-Session, Strength Conditioning, aber ich werde sie auch tragen. Einfach nur, dass ich sie eintrage und ein besseres Feeling habe. Und morgen habe ich auch noch gleich Sparring damit. Da werde ich auch mitnehmen und dann schauen wir, wie sie sich anfühlen. Ob sie mir gleich am Anfang Blasen bescheren oder von Anfang an. Sind ziemlich höher. Ich bin es vom Football immer gewohnt, dass ich ankle-free bin, weil ich mich dann einfach mobiler finde. Ich bin gespannt, wie kompakt sie sind. Obwohl sie so bulky aussehen, sind sie ziemlich leicht. Also ich bin sehr gespannt. Die Sohle ist von, ich weiß noch immer nicht, wie man es ausspricht, Michelin, Michelin. Das ist die Reifen, der kleine dicke Typ da. Ja, auf jeden Fall. Ziemlich slick aus. Ich bin gespannt. Meine Boxenschuhe sind auch von Everlast, also die Marke muss dazu passen. Und aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall, jetzt werde ich es mal im Gym ausprobieren, dann im Sparring und dann kommt hier ein Feedback. Meine Beine schon leichte Beine, genau. Spritzig werden. Genau, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Meine Beine schön spritzig werden. Genau. Das war's. Wie gesehen habt ihr ein kurzes Sparring auch noch. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten. Ja, aber auf jeden Fall, wie ihr seht, ich bin noch sehr müde. Das ist schon für das Video habe ich jetzt tatsächlich 3 Tage gebraucht. Einmal oder 4 Tage Schuhe auspacken, anprobieren, Strength Training, einen anderen Tag Sparring und ja, und jetzt das Review. Auf jeden Fall, ja.
Die Schuhe sind super, sind meine ersten auch offiziellen Boxschuhe. Ich bin richtig, richtig begeistert. Die sind richtig, richtig krass. Ja, der Grip ist von Michelin. Und falls man so ausspricht, es ist brutal. Also der Grip ist Wahnsinn. Obwohl er so bulky ist, ist er leicht wie ein Basketballschuh. Ich bin sehr impressed. Ich habe dabei einfach nur einmal von meinem Homie, vom Hobby Krivian, habe ich einmal seine Venom anprobiert. Die waren schon ziemlich nice, aber die Everlast sind einfach top. Sie sind soft, sie sind, also man ist stabil drinnen. Es ist, und für mich sind einfach Basketballschuhe, also Performance-Basketballschuhe einfach ganz weit oben, was Springen, Landen, Richtungswechsel angeht, Safety, finde ich die sehr weit oben. Und deshalb kann ich es einfach nur vergleichen mit einem sehr guten Basketballschuh und einer nicht zu hohen, dicken Sohle. Also top, top, top. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, und mehrere Videos kommen in den laufenden Tagen. Wie ihr merkt, ich bin fertig vom Training. Und deshalb brauche ich auch einfach länger, um die Teile abzufilmen und zu schneiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr könnt etwas mit dem Review anfangen.